mistake. Thank you.
Es ist zwecklos! Gib jetzt auf, sofort! Mama, du hast mir Postkarten gezeigt. Von deiner Familie in New York City. Wir wollten hin. Nur wir beide. Na, Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat?
Eingeweide rausfallen. Wie ein Zombie.
Over. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Eine Stimme, Anya. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Position!
Leute von der Seite! Beweg dich, du Verschwörer! Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was, Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich hab doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Dreckschwein! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Hey! Sie holen jetzt Super Spash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Sie hat so einen kranken Humor. Oh, sie erdrücken mich. Oh, das ist Chili. Rezept meines Vaters. Hab aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein faradäischer Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen?
Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel. Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter, so wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blazkowicz. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Höhle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Speschi? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine scheiße Armee. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blazkowicz? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beeilung. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschistenschweine!